Hi, ich bin's wieder, Marc. Zusammen mit der Techniker möchte ich euch heute zeigen, dass ihr auch mit schweren E-Bikes über Hindernisse kommt, teilweise mit Absteigen, teilweise ohne, und so habt ihr einfach mehr Fahrfluss und könnt das E-Biken mehr genießen. Fährt man mit dem E-Mountainbike im Gelände, warten immer wieder Hindernisse auf einen. Trotz des hohen Gewichts des E-Mountainbike kann man mit der richtigen Technik auch diese meistern und vor allen Dingen auch bergauf den Motor als Unterstützung nutzen. Wenn im Trail dicke Wurzeln oder schräg liegende Äste die Durchfahrt behindern, ist die Problematik, das E-Mountainbike ist sehr schwer, und wenn man es dann versucht, mit Kraft hochzureißen, erst das Vorderrad, dann das Hinterrad, wird man definitiv scheitern. Stattdessen muss man es mit Schwung und einer dynamischen Körperbewegung machen. Sobald man die dicke Wurzel oder den Ast sieht, stellt man sich hin, geht dann in eine tiefe Haltung, schubst dynamisch den Lenker nach vorne, die Arme strecken sich, der Körper kommt nach hinten. Dadurch wird das Vorderrad leicht. Wenn das Vorderrad auf dem Hindernis liegt oder drüber ist, springt man dann dynamisch aus den Beinen ab. Mit eingekeilten Füßen in den Pedalen kann man nun das Hinterrad mitnehmen. Will man die Unterstützung des Motors nutzen, um das Vorderrad dynamischer auf ein Hindernis zu heben, muss man darauf achten, dass das Pedalmanagement passt. Sprich, bevor man dann das Hinterrad auch hochzieht, müssen die Kurbeln wieder parallel stehen, weil man sonst mit der Kurbel aufkommt. Wenn man bergauf viele Wurzeln als Hindernisse hat, sollte man im Vergleich zum normalen Mountainbike auf dem E-Mountainbike eher sitzen bleiben, damit man viel Druck aufs Hinterrad bekommt, denn der Motor sorgt sonst dafür, dass das Hinterrad gnadenlos durchrutscht. Auch im Stadtalltag warten auf uns E-Biker Hindernisse, die auch sehr gefährlich werden können. Ein klassisches Beispiel sind die Straßenbahnschienen. Die haben genau die Breite, dass man mit dem Reifen reingeraten kann, was zu Stürzen und schweren Verletzungen führen kann. Damit die Räder nicht in die Schiene einfädeln, sollte man, wenn man ihr zu nahe kommt, erst eine kleine Kurve nach außen fahren, um dann in einem guten Winkel sicher rüberzukommen. Trotz des hohen Gewichts des E-Bikes muss man in der Stadt nicht verzweifeln, wenn eine Treppe vor ihm auftaucht. Wenn man nun versucht, das Fahrrad aus der Muskelkraft in den Armen hochzuhieven, wird man scheitern. Besser ist es, man geht tief, greift das Bike und kann aus der Kraft der Beine das Fahrrad mit langen Armen hochheben. Das waren Tipps von mir für das Überwinden von Hindernissen mit dem E-Bike. Ihr habt gemerkt, mit Schwung und Dynamik und Gewichtsverlagerung statt Kraft schafft ihr das, und ihr müsst nicht mehr andauernd stehen bleiben. Bis dann, euer Marc.